Guten Morgen, meine Lieben. Wie habt ihr geschlafen? Ich eigentlich gut, aber wenig, weil ich wieder wach war in der Nacht. Ich habe heute frei, ich muss nicht arbeiten und ich dachte, ich zeige euch mal, wie die Realität aussieht, wenn ich halt entweder viel arbeite oder so wie aktuell arbeite und dass wir umziehen. Ich drehe jetzt die Kamera um und ich denke, dass einige von euch sich wiederfinden in einem chaotischen Haushalt, es allerdings nicht zugeben. Also, ist Muffy's müde. Das ist die Wäsche, die ich schon sortiert habe, inklusive dreckigen Fußboden, weil der Sauger ist schon im neuen Haus. Ich habe nur den Roboter hier, den ich erstmal aufladen muss. So, und jetzt seht ihr, ich habe es hier schon eingesprüht gerade, dass das ein bisschen einweichen kann. Ist das nicht ekelhaft? Das ist, wenn man das so 3, 4 Tage nicht macht, dann sieht es bei uns so aus. Die Toilette erspare ich euch. Hier, Zahnbürstenbecher. Ich hasse es, wenn da so Zeug drin ist. Aber wir sind noch nicht fertig. Hier, der Flur. Da wird immer alles nur so hingeschmissen. Staub, Dreck. Das muss ich alles beseitigen. Jetzt hat es wirklich sich dahin gelegt. Ja, alle, die uns schon länger verfolgen, die wissen, dass wir zurzeit auf dem Sofa schlafen, weil wir kein Bett mehr haben, da wir jetzt umziehen und so. Deswegen ist hier das Sofa ausgeklappt. Ja, die Wäsche habe ich gerade vom Balkon abgenommen. Die ist jetzt trocken. Die hatte ich schon zusammengelegt, aber noch nicht verteilt. Der Boden ist voll mit Krümeln. Da ist der Roboter, den ich jetzt auflade. Das dauert ungefähr 4 Stunden. Hier ist alles voll Staub, was man jetzt nicht so sieht. Zum Glück, naja, egal. Und hier, ja, wenn man immer nur schnell zu Hause ist zum Essen, dann sieht es halt so aus. Und dann steht auch mal hier so eine Schrundensalbe auf dem Tisch, weil die Mutti hat immer rissige Füße und muss sich die regelmäßig eincremen. So, dann gehen wir weiter. Hier hat Bernd abends noch Sambuca getrunken. Den Tisch muss ich auch unbedingt abwaschen. Unsere ganzen Glasflaschen. Achtung, nicht erschrecken. Hier sieht es nämlich auch sehr lustig aus. Überall Kisten, Kartons, Chaos. Spülmaschine läuft, aber es dauert halt. Hier die Flaschen muss ich fertig machen, also wieder waschen und auffüllen, damit wir wieder Frisches haben. Unsere Fruchtfliegenfalle, die auch wirkt. Allerdings, wenn man das so hinterlässt, kommen immer wieder neue Fruchtfliegen. Ja, ihr Lieben, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr sowas auch kennt. Bitte lasst mich nicht alleine mit dem Gedanken, dass es nur bei uns so aussieht. Und ich sehe, passend zur Wohnung sehe ich auch so aus. Ich kann am besten putzen, wenn ich einfach das anlasse, womit ich geschlafen habe, nicht fertig gemacht und so. Und dann putze ich alles, weil dann schwitze ich ja auch und so. Und dann gehe ich duschen und dann ist alles wieder sauber und ich fühle mich wohl und oh, gut, ich starte. Ich habe jetzt soweit alles fertig. Ich muss nachher nur noch saugen und wischen, aber dafür muss ja erstmal jetzt der Staubsaugerroboter aufladen. Ich habe mir jetzt erstmal nach meinem Shake, den ich ja morgens immer trinke, ein ja, Snack-Frühstück gemacht. Sehr viel Rohkost und dieses Haferbrot, das habe ich euch gestern gezeigt, das habe ich im Aldi gekauft und das schmeckt richtig, richtig lecker. Ich habe da jetzt so eine Mortadella drauf und Remoulade. Ja, und das werde ich jetzt schön genießen. Ich bin zu Hause geflüchtet. Nicht geflüchtet, aber ich bin zur Hundewiese gefahren. Wir waren gestern hier, das habe ich euch schon in dem Vlog gestern gezeigt und erzählt. Und ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, das wieder öfter zu machen, weil es hat mir gestern hier wirklich sehr gut gefallen und dem Smurfy natürlich auch. Und für mich ist das eine super Gelegenheit, ein bisschen runterzukommen, wenn ich das so ein paar Mal die Woche mache oder vielleicht schaffe ich es ja sogar täglich. Ein Stündchen, anderthalb hierhin, habe ich mir vorgenommen, mein Hörbuch zu hören oder Podcast höre ich zurzeit. Und zwar hier die friedliche Geburt auf Spotify.
Und das sind so viele Folgen. Ich weiß jetzt nicht im Kopf, wie viele, aber sehr viele. Und wenn ich das noch bis zur Geburt schaffen möchte, muss ich jeden Tag ein bisschen hören. Muss immer nur zwischendurch gucken, wo es Murphy ist. Und ja, das kann ich super hier machen. Ich habe mir einen Tee mitgenommen. Den werde ich jetzt hier schön mir gönnen und genießen. Und Smurfy genießt das Laufen. Ja, und einfach ein bisschen entspannen. Wir sind wieder zu Hause von der Hundewiese. Und ich sag euch, dieses da rumsitzen und den Podcast hören, das hat mich richtig müde gemacht. Und der Smurfy hat sich jetzt hier so schön ins Bett gelegt. Da, und da würde ich mich einfach gerne hinlegen. Aber ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich werde jetzt hier die Spülmaschine zu Ende ausräumen. Ich habe schon angefangen und dann wieder einräumen und wahrscheinlich auch direkt wieder anmachen. Und ich mache eben Essen warm. Es gibt die Zucchinisuppe, die ich gestern gekocht habe. Die mache ich gleich warm für uns zum Mittagessen. Und ich glaube, dann werde ich mich einfach ein Stündchen aufs Ohr hauen. Ich habe jetzt mit Bernd schön Mittagspause gegessen und geschlafen. Und jetzt sind wir im Garten. Smurfy hat jetzt Besuch von einem anderen Hund. Und ja, wenn die jetzt hier so spielen, dann habe ich überlegt, dann kann ich hier auch ein bisschen was rödeln, so die Kleinigkeiten, weil hier sieht es echt schrecklich aus. Was nicht schlimm ist, weil wir halt hier im Rückbau sind mit dem Garten, dass wir bald umziehen können. Aber ich wollte zum Beispiel vom Hühnerstall dieses Netz, das haben wir ja so liegen gelassen, damit die Lianen da dran so abgammeln quasi, dass wir das besser zusammenpacken können und entsorgen können. Und die sind jetzt abgegammelt, die Lianen. Und deswegen könnte ich die ja schon mal zusammenräumen. Und das hier sowas aufräumen, damit die Wiese darunter nicht so schäbig wird. Ja, das mache ich jetzt mal. Man mag es kaum glauben, aber ich habe mich draußen verquatscht. Die Hunde haben so schön gespielt und ja, wir haben uns unterhalten. Und jetzt ist es schon 17:30 Uhr und ich habe noch kein Essen gemacht. Ist jetzt nicht so schlimm, denn die Männer sind eh außer Haus. Calvino kommt erst irgendwann heute Abend wieder um 20 Uhr oder so und Bernd kommt erst um 22 Uhr oder so. Also ich habe noch Zeit. Aber ich wollte das eigentlich alles schon fertig haben. Aber egal. Jetzt habe ich auch voll Hunger und habe nichts zu essen. Jetzt habe ich mir überlegt, ich esse ja so zur Zeit so total gerne Salat, habe ich euch schon erzählt. Und ich habe mir diese Alfalfa-Sprossen gemacht und boah, ich liebe die so zur Zeit. Unglaublich, ich muss mir mal neue ansetzen, bevor die alle sind. Und jetzt wollte ich mit Polenta machen. Kennt ihr das? Das ist Polenta. Ich muss euch eben den Smurfy zeigen. Guck mal, wie der da liegt. Der ist so platt. Der kann nicht mehr. Wie ein Frosch. Der hat so viel gespielt. Jedenfalls, das ist so Maisgrieß, Polenta. Und das koche ich jetzt mit Wasser, also in Gemüsebrühe und ein bisschen Sahne. Und dann ist das wie so Kartoffelpüree-Konsistenz ungefähr. Aber wenn das hart wird, also kalt wird, dann wird das hart und schnittfest. Dann kann man das so schön braten in eine Pfanne, in Butter, also ich halt in Pflanzenmargarine. Und das schmeckt richtig, richtig lecker. Und das so schön in Würfel über dem Salat, das ist mein Plan. Das mache ich jetzt. Also das ist jetzt nur ein Päckchen Sahne, Wasser und Brühe. Das habe ich jetzt erstmal aufgekocht. Und jetzt, ja, ich kann euch kein genaues Rezept sagen. Ich mache das immer so Pi mal Daumen, halt Maisgrieß da rein. Wie viel ist denn hier drin? 1 Kilo ist da drin. Und dann warte ich immer ein bisschen, bis das so aufkocht. Ja, ich würde noch ein bisschen reinmachen.
Aber wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, das mag ja auch jeder anders, dann findet ihr da euren, euren Konsistenzgrad schon heraus. Ich möchte es halt schön schnittfest haben für meinen Salat. Und auch so, wenn ich das schneide, das kann Calvino auch mit in die Schule nehmen. Das schmeckt auch kalt total lecker. So, am leckersten schmeckt es natürlich schön fettig. Jetzt hier in so eine Kuchenform, Silikonkuchenform gegeben zum Erkalten lassen, weil dann kann ich mir so richtig schöne Scheiben abschneiden zum Braten. Ich habe mich ein bisschen verschätzt mit der Menge. Es ist ein bisschen viel geworden, aber egal. Wir werden das schon alles aufessen. In der Zwischenzeit, wo das jetzt hier abkühlt, meine schöne Polenta, da seht ihr, die ist schon fester geworden. Muss ich mir die Zeit vertreiben, da ich Hunger habe. Und das mache ich, indem ich Essen vorkoche für morgen. Denn morgen sind wir wieder bei uns am Haus. Ja, und dann, wenn wir abends nach Hause kommen, haben wir mega Hunger. Deswegen mache ich jetzt so einen Eintopf aus Möhren, Kartoffeln aus dem Garten, Paprika, nicht aus dem Garten. Hier ist noch so ein Reststück. Zwiebeln, ja, die Zucchini, ihr wisst, wir haben ganz viel Zucchini, die durfte ich gerade noch ernten, voll geil, so also richtig schön, wenn man sich so aus dem Garten bedienen kann. Rote Linsen, dann hier so gehackte Tomaten und Tomatenmark, habe ich was vergessen? Ich glaube, das war's. Ich schnibbel das jetzt alles, setze das auf und dann kann ich mir, glaube ich, endlich meinen Salat machen. Ich überlegt, während ich hier schnibbel, mache ich weiter meinen Podcast, dass ich den weiterhöre. Die stille, nicht die stille Geburt, die friedliche Geburt, oh Gott, die stille Geburt, wie fürchterlich. Hier mit der Stillberaterin ist es gerade sehr interessant. Das ist jetzt mein wunderbarer Salatteller. Leider ist die Polenta noch nicht ganz ausgekühlt gewesen. Und deswegen ist es ein bisschen so matschig geworden beim Braten. Aber egal, es wird dem Geschmack nichts abtun. Ein bisschen Sylter Dressing drauf. Und ich habe mir schon neue Alfalfa-Sprossen eingelegt. Weil die sind jetzt bald alle. Seht ihr, ich gieße die gerade. Und dann kommen die nachher wieder in den Kühlschrank, wenn ich das Wasser abgeschüttet habe. Und ja, ich brauche unbedingt Nachschub. Das ist übrigens aus meinem Eintopf geworden. Ich lasse den jetzt noch ein bisschen köcheln. Ist schon relativ weich, nur die Kartoffeln noch nicht. Und dann muss ich den noch abschmecken. Und dann ist das morgen Abend unser Abendessen. Und hier mache ich gerade noch drei Laugenstangen. Da habe ich voll Bock drauf, die gleich zu essen. Oh, ich freue mich schon so da drauf. Und ich glaube, jetzt werde ich mich aufs Sofa verzwiebeln, wie sagt man, verziehen, nicht verzwiebeln. Das Murphy ist schon da, ja, da, wartet auf mich, hat angewärmt. Und dann werde ich mir jetzt Outlander anmachen. Ich habe nämlich die 5. Staffel, oder Bernd hat mir die aufgenommen, als wir in Ungarn waren. Da lief die auf Vox, glaube ich. Und der hat mir die aufgenommen und ich ja, wollte die jetzt mal zu Ende gucken. Ich habe noch 3 Folgen, dann ist die 5. Staffel zu Ende. Mega Serie für alle, die das nicht kennen. Outlander, super genial. Und ja, das war's für heute. Das war mein Vlog von heute. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, wahrscheinlich bis morgen. Tschüss!